Schön, dass Sie den Weg wieder hierher gefunden haben. Genau, jetzt kommen auch noch die letzten rein. Wir fangen ganz entspannt an. Ich weiß, es war ein langer Tag. Wir sind jetzt ja seit mittlerweile, was sind wir jetzt hier, seit 10 Stunden ungefähr, naja, 9,5. Schön, dass Sie sich noch alle die Zeit genommen haben. Ich glaube auch, das könnte jetzt sehr unterhaltsam werden und auch politisch. Ich stelle kurz meine beiden Gäste vor. Sie ist bei der Taz, die ja gerne als linksalternativ beschrieben wird. Und dann kommt man auf Anhieb nicht auf den Gedanken, dass da eine Redakteurin arbeitet, die eine abgeschlossene Lehre als Bankkauffrau gemacht hat. Also wir müssen unsere Vorurteile hier heute hinterfragen. Bei ihr ist es so, sie hat die Ausbildung bei der Bayerischen Vereinsbank absolviert und dann auch noch Geschichtswissenschaft und Philosophie studiert. Sie hat unter anderem die Bücher geschrieben und jetzt wundern Sie sich nicht, sie widerspricht sich so ein bisschen. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und dann später das Ende des Kapitalismus. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Ein Applaus bitte für Ulrike Herrmann. Er hat Journalistik, Politikwissenschaft und Psychologie studiert. Seinen Doktortitel hat er erworben mit der Dissertation mit dem Titel Machtphysik, Führungsstrategien der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel im innerparteilichen Machtgeflecht 2000 bis 2004. Morgen kommt Friedrich Merz, ob er das gelesen hat. Mal gucken. Er taucht zumindest auf. Er hat für den Spiegel geschrieben, Sie können ihn immer wieder auch im Fernsehen erleben. Bei RTL haben Sie ihn eben erleben können, beim RBB sowieso. Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe und gerade Bestsellerautor mit seinem ersten Krimi. Bücher hat er schon viele geschrieben, aber sein erster Krimi, Nur der Tod ist schneller. Dr. Hajo Schumacher. Hallo. Wir sind ja gerade mitten im Wahlkampf. Wie gut oder schlecht gefällt Ihnen beiden denn dieser Wahlkampf? Ulrike Herrmann vielleicht zuerst. Also Sie meinen ja wahrscheinlich den Europawahlkampf, oder? Ja, es steuert ja auch schon ein bisschen auf die Landtagswahlkämpfe und eigentlich in der Ferne auch schon auf den Bundestagswahlkampf hin. Ja, also was ich schon erstaunlich finde, aber das ist ja vielfach schon bemerkt worden, ist, wie inhaltsfrei die Plakate sind. Also wenn man jetzt mal die SPD sich anguckt, dann ist das immer nur rot mit Barley oder rot mit Scholz. Eigentlich finde ich am interessantesten, aber auch irgendwie am extremsten, die Plakate von Sarah Wagenknecht, weil da gibt es ja dann solche Plakate, die heißen Krieg oder Frieden, nicht? Und da wird dann suggeriert, ihr müsst nur Sarah Wagenknecht wählen und schon ist der Frieden da. Also das fand ich, finde ich dann in dieser Selbstüberschätzung schon erstaunlich. Hajo Schumacher. Ja, Europawahlkämpfe sind keine intellektuelle Herausforderung, sagen wir es so. Der Betrug fängt für mich da an, wo Personen abgebildet werden, die ich gar nicht wählen kann. Das ist einfach so ein bisschen... Aber also jetzt haben wir gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht angeschaut, die machen das. Das macht die SPD, weil Olaf Scholz kann ich auch nicht wählen. Das machen eigentlich alle. Robert Habeck ist auch zu... Also es machen ja alle. Aber trotzdem finde ich es auf eine Art unredlich. Ich finde auch, die demokratischen Parteien könnten selbstbewusster sein und nicht immer nur plakatieren, ey, wenn ihr gegen rechts seid, dann müsst ihr uns wählen. Das finde ich als Programm für Europa zwar erstmal grundsätzlich richtig, aber durchaus zu wenig. Zeigt aber auch ein kulturelles Problem, was wir in diesem Lande haben. Europa ist uns genau 3 Wochen alle 5 Jahre wichtig, nämlich jetzt. Und dann in 5 Jahren wieder. Und was da in Europa passiert, findet in deutschen Medien und auch in deutschen Herzen zu wenig statt. Wir haben ja heute viel darüber gesprochen. Bei der Energiepolitik spielt schon eine große Rolle. Aber ist das dann eine Kritik an uns Medien? Auch ein bisschen an uns Bürgern. Das ist ja unpopulär, weil Bürgerinnen und Bürger haben ja immer recht. Aber also ich möchte dieses Volk auch nicht immer regieren müssen, um ehrlich zu sein. Also die Menschen machen es einem nicht leicht. Und was wir an dieser Europawahl, also jetzt mal ganz abgesehen vom Ergebnis fürs Parlament, aber was ich interessant finde, ist, dass in Deutschland jetzt mit so einem Nachlauf etwas zu beobachten ist, was wir in anderen Ländern auch sehen. Das Parteienspektrum verändert sich. Wir haben ja auch noch Kommunalwahlen in einigen Bundesländern und es gibt Teile im Osten der Republik, wo über 50% der Stimmen, die abgegeben werden, nicht mehr für die etablierten Parteien abgegeben werden, sondern für Bürgerbündnisse, Freie Bürger, weiß der Geier. Es sind auch nicht immer nur Rechte, aber es passiert was in diesem Parteiensystem und diese Erosion, sehen wir auch Mitgliederverluste und sowas, das sind schon interessante Signale. Und dass eine Figur wie Sarah Wagenknecht,
die ja in ihrem Leben, also bei allem Respekt, aber die hat ja noch nie geliefert. Also die hat ja noch nie irgendetwas regiert, sondern immer da, wo sie war. Es gibt bei Asterix diese Figur, immer wenn der irgendwo auftaucht, färben sich alle Sprechblasen grün und die Leute fangen an zu streiten. Und so Sarah Wagenknecht auch. Wo du hinkommst, ist Rabatz. Ja, aber ob da jetzt gut geführt wird, und das Interessante ist ja, das ist ja, die Partei ist ja so also sehr hierarchisch aufgebaut. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, wie Parteien aufgebaut sein sollten, nämlich föderal. Sie versucht aber alles von oben zu kontrollieren. Deswegen auch, man darf ja nicht einfach so beitreten, man wird ja ausgewählt. Also das Führerprinzip jetzt in der Partei, das finde ich auch ein interessantes Experiment, das kann nicht gut gehen. Wenn Menschen zu mir kommen und normalerweise sagen, wenn entweder Landtagswahlen oder in Berlin fürs Abgeordnetenhaus oder Bundestagswahlen sind und die sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich wählen gehe. Ich sage immer, doch, geh auf jeden Fall wählen und wenn du dich über alles ärgerst, erzähl mir nicht, jetzt nehmen wir eine Bundestagswahl, dass es keinen Unterschied macht, ob Alice Weidel Bundeskanzlerin ist oder Annalena Baerbock oder Olaf Scholz oder Friedrich Merz oder wer auch immer. Und wenn du da noch Unterschiede siehst, dann wähl denjenigen. Was sagen Sie beide Leuten, wenn die sagen, ob ich bei der Europawahl wählen gehe oder nicht, ist auch egal. Ändert ja nichts. Also die Wahrheit ist natürlich, dass Europaparlament jetzt nicht gerade der Hort der Macht ist, sondern man hat ja in der EU den Rat, also wo die ganzen Regierungen drin sitzen, man hat die Kommission und man hat das Parlament. Und letztlich ist es natürlich so, dass am Ende doch der Rat entscheidet, also die Regierung, was in Europa durchgeht und was nicht. Und das, auch das allein, also ich weiß das, aber auch schon das klang wahnsinnig kompliziert. Ja, genau. Ja. Ach so, war ich jetzt zu kompliziert? Nee, nicht. Die Antwort war nicht zu kompliziert. Du sollst mich motivieren, zur Wahl zu gehen. Um Menschen zum Wahlen zu bewegen. Ja. Ja, also ich meine, das ist nun mal die Realität. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn Europa nach rechts rückt, es auch keine progressiven Initiativen mehr aus dem Parlament geben wird. Nicht? Das ist ja auch klar. Also andersrum, oft sagen die Leute, ja, warum haben wir nicht so ein repräsentatives Parlament, warum ist das nicht eine echte Demokratie? Aber dann hätte man ja das Problem, wie verhindert man, dass Deutschland so groß ist? Also wenn jedes Land, also wenn jeder Bürger in Europa eine Stimme hätte, dann wäre es einfach so, dass die Deutschen zu viel Macht hätten. Also braucht man dieses Gegengewicht der kleinen Länder und dafür braucht man den Rat. Und wie man das, ja, jetzt rede ich schon die ganze Zeit, man merkt es, es ist nicht leicht zu erklären. Vielleicht hat ja Hajo eine Idee, wie man alle motiviert. Naja, ich kann das nur mit einer Anekdote beantworten. Ich habe zwei Söhne, die, das scheint in dem Alter so zwischen 20 und 30 üblich zu sein, dass der Sonntag jetzt nicht als Tag betrachtet wird, klassisch, sondern einfach als eine Verlängerung der Nacht davor. Und es geht so über in die nächste Nacht. Und es ist nicht immer leicht, sie zu den Öffnungszeiten der Wahllokale irgendwie auf zwei Beine zu stellen. Weil die ja schon um 18 Uhr zumachen. Ja, das ist schon auch ganz schön früh. Ja. Und dann versuche ich natürlich mit der ganzen gravitätischen Art, die mir zu eigen ist, zu erklären, dass das respektabelste Friedensprojekt der ganzen Welt und überhaupt. Und ich war neulich in Südamerika, südamerikanische Staaten sagen, sowas hätten wir auch gerne in Südamerika. Und ich denke, ja, dann macht doch, ihr sprecht doch sowieso alle Spanisch oder Portugiesisch, macht die Sache schon mal sehr viel einfacher, als wenn jemand Finnisch spricht. Und die sagen, kannst du vergessen, wir haben hier so viel historischen Klimbim und zwischeneinander und so, das geht gar nicht, haben wir in Europa auch. Also wenn ich mit diesem Vortrag anfange, dann hört man nur so von Ferne das Schnarchen der Jungs. Und wenn man aber sagt, also wenn ihr nicht wählen geht, dann wird das Roaming wieder eingeführt. Ja, dann ist Handytelefon, ja, das funktioniert. Ist vielleicht aus deutscher Sicht auch eine Sache interessant, wir hatten ja heute jemanden von der FDP auf der Bühne, ob die FDP einmal mehr vom Wähler, von der Wählerin verprügelt wird, weil sie dann in der Ampel wieder alle Kompromisse in Deutschland in Frage stellt? Also könnte das wirklich, wir lächeln, aber könnte es nicht wirklich so sein, wenn es zum Beispiel ein ganz schlechtes Ergebnis, wir können auch über die anderen Parteien gleich reden, aber für die FDP gibt, dann wird die doch vielleicht sogar nachvollziehbarerweise unruhig.
Also es ist, glaube ich, sehr sicher, dass es für die FDP ein schlechtes Ergebnis geben wird. Einspruch. Sie ist ja in den Umfragen irgendwie auch für die Bundestagswahl immer stabil unter 5%, also im Augenblick bei 4%. Also wird auch in der Europawahl, glaube ich, nicht sehr viel passieren da. Das wird katastrophal. Nur was ich nicht sehe, ist, wie die FDP die Unruhe noch steigern will, die sie in der Regierung schon erzeugt. Also, aber zum Beispiel gab es ja jetzt dieses Rentenpaket. Nicht? Die Geschichte von diesem Rentenpaket war, und das ist ganz typisch FDP, das wird in der Regierung beschlossen, alle sind dafür. Dann fällt der FDP ein, dass sie doch dagegen ist, dann riesen Remi-Demi und dann wird das Rentenpaket genauso beschlossen, wie man es vorher beschlossen hatte. Also das ist einfach nur Remi-Demi um des Remi-Demi-Willens. Und das ist ja das, was die Bevölkerung auch gar nicht mehr versteht, warum man sich ständig streiten muss, wenn man eine Koalition ist. Aber ich glaube, das kann die FDP nicht mehr steigern. Aber Europa, ich habe Sie auch eingeladen, in der Hoffnung, dass Sie die FDP verteidigen. Was einem aus Gründen nicht leicht fällt. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass gar nicht die FDP zur Wahl steht, sondern es steht eine einzige Person zur Wahl, die ganz besonders ist. Und die steht nicht für Rentenpakete oder Verbrennermotoren oder so, sondern, also ich finde, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist ihre eigene Partei. Der ist auch völlig wurscht, was Christian Lindner sagt. Was auch zu einem, ich sag mal, gewissen sportlichen Verhältnis zwischen den beiden führt. Aber sie ist die einzige Figur, die ganz konsequent durchplakatiert ist, die eine eigene Handschrift hat, die mit diesem etwas verunglückten Oma oder Großmutter Courage-Slogan da reingegangen ist, haben sie auch gleich wieder kassiert, nachdem sie den Brecht noch mal genau gelesen haben. Aber Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist eine Person, die zumindest in Teilen der Bevölkerung, glaube ich, sowas wie, ja, so auf Englisch würde man sagen, guilty pleasure. Man weiß, sie ist schwierig, aber irgendwie doch ganz interessant. Und ich finde, da ist alles möglich. Ich glaube, die kann tatsächlich einen Überraschungserfolg abholen, weil sie es schafft, sich in einer Koalition gegen den Kanzler, gegen mögliche zukünftige Koalitionspartner, also zum Beispiel Ursula von der Leyen und CDU hat sie gerade noch mal einen mitgegeben. Also die macht einmal so Ratatazong einmal im Kreis und mal gucken, ob das funktioniert. Also wir kennen ja diese Figuren und wenn das die erste Kommissarin für Verteidigung wäre, die Europa aufbietet, wäre nicht schlecht. Also und Frau von der Leyen, die braucht auch kein Mensch. Nee, das sehe ich jetzt aber, nee. Entschuldigung, war das antifeministisch? Es war falsch. Nein, das war überhaupt nicht falsch. Diese Frau ist eine wandelnde Vertrauenskrise. Ich meine, entschuldige bitte, der Green Deal, mit dem die vor 5 Jahren angefangen ist, was ist davon übergeblieben? Also bis hin zur Landwirtschaft von vor ein paar Wochen. Das ist ein einziges uneingelöstes Versprechen namens von der Leyen. Und ich habe nicht erwartet, dass eine Journalistin von der Taz jetzt hier ansetzt, um Ursula von der Leyen zu verteidigen. Ja, aber also... ich muss zugeben, also insofern ist das natürlich mit dem Feminismus doch so eine Sache, dass ich als Frau das außerordentlich faszinierend finde, wenn Frauen sich durchsetzen. Und das hat ja von der Leyen geschafft. Also und auch so geräuschlos ist sie von ja Macrons Gnaden durchgesetzt. Toll. Nein, das war anders. Jetzt fangen wir ganz vorne an. Jetzt geht es wirklich um die Geschichte der Frauen in Europa. Dieser Talk geht noch 19 Minuten. Ja. Kann ich noch eine Frage stellen? 19 Uhr, da muss ich mich beeilen. Das muss ich jetzt aber noch loswerden. Nein, was Macron wollte, er wollte Christine Lagarde bei der EZB. Und dann ist ja klar, wenn die Franzosen die EZB kriegen, dann kriegt Deutschland die Kommission. Und was sehr intelligent eingefädelt war, nicht, ist, dass das ist die dritte Frau im Bunde, Merkel, dass Merkel sich da nicht hingestellt hat und so gesagt hat, ja, also wir haben jetzt aber Anspruch auf die Kommission und so weiter, sondern stattdessen wurde Lettland vorgeschickt, um vorzuschlagen, dass doch von der Leyen Kommissionspräsidentin werden könnte. Ja, und dann war sie natürlich aber erstmal so nur so eine Schachfigur und dann hat sie sich durchgesetzt. Und wie das am Anfang war, erinnern wir uns alle, da gab es diese Szene,
Der, du guckst schon so irritiert, aber ich höre gleich auf, wo alle, Sie und Michel, der Franzose, der Außenpolitiker bei Erdogan waren und dann gab es die Szene nur einen Stuhl, nicht? Michel setzt sich drauf, von der Leyen darf sich daneben stellen und da, das war ja ein Zeichen, dass eigentlich die Kommission so das Gefühl hatte, oh, diese Frau brauchen wir nicht und jetzt hat sie sich komplett durchgesetzt und ist ja auch die Spitzenkandidatin. So, und das finde ich irgendwie faszinierend. Und jetzt zu der Frage, was kann von der Leyen durchsetzen oder nicht. Sie kann nur durchsetzen, was die EU-Regierungen akzeptieren. Der Rat ist entscheidend und im Rat gibt es eben keine Mehrheit mehr für einen Green New Deal. Und das, was kann denn von der Leyen dafür? Na gut, jetzt höre ich auf. Aber wir haben doch über Einfluss und Macht und solche Sachen gesprochen. Ich würde gern über die Grünen reden. Heute war Annalena Baerbock hier, die Bundesaußenministerin. Morgen ist der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hier. Die Grünen sind, wenn man auf Bundesebene guckt, die einzige Partei, die in den Umfragen prozentual noch halbwegs auf dem Stand des Wahlergebnisses von 2021 ist. Halbwegs, wir haben uns da schon mal drüber gestritten, die waren in den Umfragen deutlich besser, aber sie sind jetzt auf etwa auf dem Stand von 2021, während SPD und FDP heftigst verloren haben. Und trotzdem scheinen die Grünen für manche das Feindbild schlechthin zu sein. Nicht nur in der Politik, es gibt auch in der Bevölkerung. Warum? Also ich glaube, dass du die Lage beschreibst von letzter Woche. Also, und das ist jetzt gnadenlos überholt. Ja, ich glaube, ich meine, vielleicht sind Sie da ja anderer Meinung, aber ich glaube, dass das Hochwasser in Süddeutschland tatsächlich wieder so einen Stimmungswandel erzeugt hat. Also es stimmt völlig, bis letzte Woche war die Erzählung der CDU, die Klimakrise ist eine Erfindung der Grünen, damit städtische Eliten die arme Landbevölkerung quälen können. So, und jetzt ist aber genau diese arme Landbevölkerung, versinkt gerade in den Fluten. So, und jetzt ist diese Erzählung tot. Und dass das bei der CDU und vor allen Dingen auch bei der CSU angekommen ist, konnte man ja wirklich live im Fernsehen sehen, weil Söder war ja dann ohne Gummistiefel, das war ja ganz wichtig, dass er keine Gummistiefel anhatte, war da ja in diesen ganzen Überschwemmungsgebieten und guckte immer so traurig. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass das Wahlkampfthema weg war. Nicht? Das hatte er sich ja schon so schön vorgestellt. Und sein Wirtschaftsminister sich auch um den Hochwasserschutz nicht wirklich doll gekümmert hat, ne? Muss man auch sagen. Ja genau, das ist jetzt ganz doof. Aber wir erinnern uns noch, Aiwanger und Söder haben sich doch um die Wette die Köppe heiß geredet über Zwangsveganismus und die da in Berlin und mal aufräumen. Also seitdem es keine anständige Linke mehr gibt, braucht man halt ein neues Feindbild. Und die Grünen sind ein ideales Feindbild, das muss man mal sagen. Also Ich weiß nicht, wer aus Berlin ist, aber die letzten Abgeordnetenhauswahlen waren so unglaublich aufklärerisch, weil wenn man sich die Parteienverteilung bei den Wahlen angeguckt hat, wie eine umgekehrte Avocado, also in der Mitte ein grüner Kern und drumherum ein schwarzer Ring. Das heißt, im Innenstadtbereich wird überwiegend grün gewählt, da wo der Nahverkehr gut ausgebaut ist, wo es ohne Ecke Bioläden und Mietfahrräder und weiß der Geier was gibt. Im äußeren Berliner Bereich wurde durchgehend CDU gewählt, die einen ganz klaren Pro-Auto und so weiter Wahlkampf gemacht haben. Und ich glaube, das illustriert die Stimmung in Deutschland schon ganz gut. Die Grünen, das ist das alte Narrativ, sind die Verbotspartei. Das funktioniert halt immer noch. Ich weiß gar nicht, wer gerade das Lösen der Schuldenbremse verbietet, aber das ist ein anderes Thema. Und das kann man halt immer wieder mobilisieren, weil das sind die Besserverdienenden, das sind die Akademiker, die in ihren lichtdurchfluteten Altbauwohnungen... Ist aber auch was dran. Ja, ich sage, klar, stimmt ja auch. Das heißt aber nicht, dass das alles falsch ist. Sie eignen sich halt gut als Feindbild und ich finde es hochinteressant, wie Robert Habeck nach dieser Heizungsdelle, die ihm nun wirklich richtig derbe einen mitgegeben hat, wie er sich jetzt langsam wieder so rausarbeitet aus diesem Tief. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest zwei der vier grünen Minister, und das waren auch die beiden Stars des letzten Males, dass die jetzt so langsam wieder Boden unter den Füßen kriegen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Kanzlerkandidaten
Tinnenfrage da geklärt wird. Herr Heilschumacher, kenne mich gut, wäre die nächste Frage gewesen. Wir haben ja heute, also meine Meinung dazu zu sagen, einen wirklich bemerkenswerten Auftritt von Annalena Baerbock erlebt. Also sie hat, wie ich finde, wirklich eine fesselnde und gute Rede gehalten. Sie war auch dann hinterher in der Diskussion sehr souverän. Und Robert Habeck erleben wir hier morgen, wenn man aufs letzte Jahr blickt, kann man genau das Gleiche sagen. Beeindruckender Auftritt, sehr souverän. Das ist das Gleiche. Wer wird es denn nun von den beiden? Oder ergibt es überhaupt Sinn, dass die einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufstellen? Natürlich. Nee, also ich glaube, das können die jetzt machen oder auch nicht, ist egal. Jetzt, wir haben einen Kanzler, ja, der kommt auch mit Kanzlerbonus da rein, das ist Scholz. Und wir haben einen Kanzlerkandidaten. Ich muss mir nur den Punkt merken, da muss ich gleich nochmal nachfragen, dass Scholz mit einem Bonus in diese Wahl geht. Aber ich frage gleich nach. Okay, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt Merz als Fraktionsvorsitzenden und als Parteivorsitzender der CDU. Auch morgen hier? Ja, ja, der also wahrscheinlich Kanzlerkandidat wird. Ich kenne sehr viele Leute in der CDU, die denken, dass Merz ungeeignet ist. Eine Meinung, die ich teile. Aber bisher hat noch keiner eine Idee, wie man einen Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden jetzt davon abhalten kann, Kanzlerkandidat zu werden. Mhm. Also diese Idee wird noch gesucht, also falls Sie eine haben. Also Friedrich Merz muss die drei Landtagswahlen in den neuen Ländern einigermaßen unbeschadet überstehen. Das klingt erstmal so lapidar, aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist auch nur einmal kurz nach Erfurt gefahren und wenig später war sie nicht mehr Parteivorsitzende. Also das geht ganz fix, wenn die dortigen Regionalfürsten sagen, es ist uns völlig egal, was uns die Spitze aus Berlin erzählt. Dann hat man ein Führungsproblem und das braucht Friedrich Merz gar nicht gerade. Also das wenn er das übersteht, ist er durch. Das Schicksal von Friedrich Merz wird sich in Thüringen, Sachsen und Brandenburg entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, ja. Und als Nordrhein-Westfale bin ich sowieso großer Fan von Hendrik Wüst. Und, warum nicht mal einen unter 70? Aber ich würde jetzt noch gerne hinzufügen, dass nicht nur Ostdeutschland eine Gefahr für Friedrich Merz ist, sondern auch Friedrich Merz selbst. was ich wirklich interessant finde, und was, das muss einem auch klar sein, das hat es in dieser Konstellation in der gesamten deutschen Geschichte noch nie gegeben, die CDU ist dabei, einen Kanzlerkandidaten zu ernennen, der noch nie Wahlkampf gemacht hat. Er ist bekanntlich in den Bundestag gewählt worden, aber aus dem Hochsauerlandkreis. Die wählen jeden, der da von der CDU aufgestellt wird. Das ist so. Ja, ist so. Das heißt, man muss gar keinen Wahlkampf machen, sondern er musste sich dann nur hinstellen und sagen, ich bin Friedrich Merz von der CDU und schon wurde er gewählt. Und genau so hat er sich ja bisher auch immer verhalten. Also er war immer total beleidigt, wenn er kritisiert wurde. Und ich glaube nicht, dass das erfolgreich ist. So ein Kanzlerschaftswahlkampf ist ja knallhart. Da zu starten, wenn man noch nie einen echten Wahlkampf gemacht hat, hinzu kommt, er hat auch noch nie regiert. Was ich schlimmer finde, als das mit dem Wahlkampf. Ja gut, aber das könnte sein, dass das erst hinterher auffällt. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Na gut. Ja. Aber ich meine, er hat ja eine Betreuung. Ich finde, Charlotte Merz war nach dem Parteitagsauftritt es ernst zu nehmen als die Frau dahinter. Kommt die mit morgen eigentlich? Na klar, muss doch jemand die Reporter niederschlagen. Also um es jetzt hier mal einzuordnen, das hat sie nicht gemacht. Morgen wird auch der Leiter des Kanzleramts, Wolfgang Schmidt, hier sein, treuer Begleiter von Olaf Scholz. Und ich habe es gerade angesprochen, warum sagt Olaf Scholz inzwischen fast gar nichts mehr oder übersehe ich was? Es ist ja noch schlimmer. Er widerspricht sich innerhalb weniger Tage. Und ich finde, das sind Stockfehler, die man im dritten Jahr Kanzleramt eigentlich nicht mehr begehen darf. Wenn man bis vor einer Woche mit größter Überzeugung erzählt, dass auf gar keinen Fall Waffen an die Ukraine geliefert werden, die auf russisches Terrain reichen, Klammer auf, gibt es schon längst, Klammer zu, und alle für Vollidioten erklärt, die das nicht kapieren wollen. Okay, ist eine Haltung. Dann kommt einmal Macron zu Besuch und er ruft dann nochmal oder wird aus Washington angerufen und auf einmal hat er eine komplett andere Meinung innerhalb kürzester Zeit. Das ist extrem schwer vermittelbar, also auch wohlmeinenden Menschen. Und das ist etwas, das wäre weder Angela Merkel noch Gerhard Schröder noch Helmut Kohl so passiert.
Und ich wundere mich, dass das so leise und so geräuschlos in diesem Land zur Kenntnis genommen wird. Aber wenn ein Kanzler in einer so elementaren Frage seine Meinung so radikal ändert, das finde ich schon bemerkenswert. Also ich würde die Geschichte anders erzählen. Na dann los. Ja, die ist ganz einfach. Scholz macht immer das, was die Amerikaner machen. Und das war hier genau wieder so. Biden sagt... Ach, das sagt ihr bei der Taz doch zu allem, dass der Arme... Nein, aber Biden sagt, ja, wir sind dafür, dass die Ukraine russische Flieger angreifen kann, die sich auf Charkiw zu bewegen, weil ja Charkiw so nah an der Grenze ist. Und dann sagt Scholz einen Tag später das Gleiche. Und da ist aber total konsistent, das macht er seit Beginn der Ukraine-Krise, dass er immer genau das macht, was die Amerikaner machen. Das war schon beim Leo so, das war bei den Mardern so, das war immer so. Und was dahinter steht, ist, dass Scholz nicht will, dass Deutschland eine Führungsposition hat in der NATO oder in Europa, sondern er will eben da immer im Konvoi schwimmen. Und das finde ich auch richtig. Das Einzige, wo ich mich auch frage, ist das Kommunikationsverhalten. Warum kann man das nicht genau so sagen, wie ich es jetzt gesagt habe? Mhm. Das weiß ich auch nicht. Das war eine Bewerbung als Regierungssprecherin. Also das... Bin ich zu sehr Gerhard Schröder und Basta sozialisiert, dass ich denke, wenn sich so eine Koalition seit 2,5 Jahren immer wieder streitet, dass man, sei es entweder vor Kameras oder wenigstens hinter verschlossenen Türen, als Kanzler auch so viel Führungsqualität hat, dass man diesen Laden in den Griff bekommt? Oder ist das eine falsche Denke? Falsche Denke. Ein junger Nassforscher, Reporter des Spiegel hat 1999... Das warst du, ja? Das hast du jetzt gesagt, aber ich möchte es nicht dementieren. über die damalige rot-grüne Koalition geschrieben. Ein absoluter Dilettanten- und Chaoshaufen, kloppen sich um 30 Milliarden Lücke im Haushalt. Und statt die Krise als Chance zu betrachten, machen sie aus jeder Chance eine Krise. Auf diese Formulierung bin ich bis heute stolz. Und ein Minister hat gesagt, macht doch euren Scheiß allein. Also alles das, was vor 25 Jahren passiert ist, wiederholt sich jetzt mit ein bisschen anderen Akteuren. Es war nicht Boris Pistorius, sondern es war Hans Eichel, der genauso genervt war von diesem ewigen Gelaber. Aber das war damals bei Rot-Grün genauso und die sind im Amt bestätigt worden. Die Frage ist, ob Friedrich Merz jetzt so auf Stolperpfaden wandelt. Ich denke, da ist Potenzial. Aber dass Olaf Scholz diese Situation damals, 2002, denkt, ach, das kann man noch mal hinkriegen, das, nach heutigem Stand hält man das für irre. Aber wenn man überlegt, dass Rot und Grün zusammenbleiben, die beiden müssten mehr kriegen als die Union. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass das noch mal funktioniert, solange Robert Habeck nicht vor Olaf Scholz landet. Mhm. Also der eine 17, der andere 16. Mhm. Ulrike Herrmann? Ja, also ich finde es eben ein bisschen unfair zu sagen, wieso, das war doch schon alles immer so. Ich finde, man muss wahrnehmen, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Ampel haben, also wirklich eine Koalition mit drei Parteien. Das gab es nicht. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass vor allen Dingen die FDP, aber auch durchaus die Grünen, die wollen immer leuchten, immer vorne stehen auf der Rampe. Und da kann der Kanzler nicht auch noch vorne auf der Rampe stehen. Die einzige Chance, die Scholz hat, kann man doof finden oder auch nicht, ist, von hinten zu führen. Er kann nicht von vorne führen. Nun ist Scholz jemand, der sowieso glaubt, dass man von hinten führen muss. Also es entspricht auch seinem Temperament. Aber eigentlich muss man doch sagen, dass das eine gewisse Leistung ist, diese Ampel, die völlig neu ist als Konstruktion, jetzt schon in das dritte Jahr zu führen. Und man hat die Ukraine-Krise, die Corona-Krise, die Gaspreise, das hat man ja alles eigentlich gut bewältigt. Also der Witz ist eigentlich, das ist eine sehr erfolgreiche Regierung, die ja auch, das ist ja ihr Thema hier, wenn es um erneuerbare Energien geht, sehr viel bewegt hat, auch viele Blockaden aus der Merkel-Zeit aufgelöst hat. Also eigentlich hat man nur Erfolge und diese Koalition schafft es aber, ihre enormen Erfolge runterzureden. Und das ist aber vor allen Dingen durch die FDP. Also dass man in der... Jein. Dass man in der Energiepolitik nur Erfolge hat, da kann ich nach meinen Erfahrungen des heutigen Tages sagen, sehen nicht alle hundertprozentig so. aber Hajo Schumacher wollte noch was sagen, dann habe ich noch eine Frage. Es gibt
zwei Punkte, die ich auffallend finde. Es fehlt dieser Koalition so dieses eine Symbolding, was in jedem Haushalt, bei jedem Menschen irgendwie ankommt. Ich finde, das Deutschland-Ticket geht schon mal so in die Richtung. Aber was man so als Signature-Move bezeichnen würde, also dafür stehen die. Das fehlt. Und das ist zu wenig mitgedacht worden. Also dieses Heizungsgesetz war für mich insofern exemplarisch, als es extrem akademisch ausgedacht war. Niemand hat aus der Perspektive der Empfänger mal geguckt. Der zweite Punkt, und das ist die Tücke dieser Ampel, sowohl die Grünen als auch die FDP, als auch die SPD sind auf die FDP angewiesen. Also dieses ganze Ding kann nur noch mal gut gehen, wenn die drei zusammen irgendwie sowas wie eine Mehrheit kriegen. Das heißt aber, auch die Grünen müssen ein Interesse haben, dass die FDP über 5% bleibt. Das heißt, da können sich Habeck und Lindner noch so oft behaken, aber eigentlich brauchen sie sich. Und das ist der nächste Punkt, den ich auch nicht verstehe. Normalerweise setzt man sich zu Beginn einer solchen Koalition unter Zuhilfenahme von alkoholischen Getränken irgendwo vertraut zusammen und verteilt mal so ein bisschen die Rollen und die Themen. Und natürlich dürfen sich Lindner und Habeck auch buffen, also das gehört ja dazu. Nur bitte so, dass sie dann auch hinter den Kulissen auch einigermaßen miteinander reden können. Und in dieser Besoffenheit, die Limettenkoalition und endlich wird Deutschland abgebildet und die Jungen und die Alten und all sowas, das hat nicht lange gehalten. Da hätte man mal einmal klar machen müssen, also Gerhard Schröder zum Beispiel, um das noch kurz als Beispiel zu nehmen, hat gesagt, das mit dem Atomausstieg, das finde ich jetzt auch nicht toll, aber ich weiß, dass das für die Grünen ein elementar wichtiges Thema ist. Das lasse ich denen. So, und so kriegt halt jede Partei so 2-3 Herzensthemen, die man lässt, und dann lassen einen die anderen auch in Ruhe. Und das ist halt politisches Handwerk. Und da kann man ja Wolfgang Schmidt morgen mal fragen, wie die Koordination im Kanzleramt so läuft. Ja, mache ich dann. wir sind fast am Ende schon, aber hier sind natürlich alle an Energiepolitik interessiert. Ist das ein Thema, mit dem man, also wenn wir jetzt schon auf die Bundestagswahl gucken, mit dem man Wahlkampf nicht nur machen, sondern auch gewinnen kann? Mit der Energiepolitik? Ja, also ich würde sagen... Also hier schon in dem Saal, aber sonst... Ja, aus zwei Gründen. Also das eine ist den vielen Leuten dämmert ja, dass das mit der Klimakrise doch sehr gefährlich ist und die meisten CO2-Moleküle werden eben durch das Verbrennen von Gas, Öl und Kohle ausgestoßen. Also das ist die Energiefrage. Und dann hat natürlich die Ukraine-Krise zusätzlich noch gezeigt, wie verwundbar man ist und dass man eigentlich unabhängiger werden muss. Und auch da gibt es nur einen Weg, nämlich Solarpaneele und Windräder. Insofern würde ich denken, dass das ein Gewinnerthema ist. Hier merkt man natürlich immer, dass der Teufel, anders als ganz oft in der Berichterstattung, im Detail steckt. Dass es halt also nicht darum geht, wir stellen jetzt möglichst viele Windräder auf und Solarpaneele, sondern dass es hochkomplex ist. Ja, die Netze und der Wasserstoff. Ja, nee, damit kann man, also natürlich ist das hochkomplex. Ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben. Aber ist ja egal, das Thema wird man ja nicht hochkomplex im Wahlkampf transportieren, sondern die Frage ist das ein Wahlkampfthema? Mhm. Und da würde ich sagen, ja. Was sagt Harry Schumacher? Es gab eine lustige Aktion, ich glaube, es war vorvergangene Woche, da hat die CDU an ihre Mitglieder eine Mail verschickt, sie sollen abstimmen, Verbrenner ja oder nein. Das ist dann angeblich gehackt worden, das ist ja bei der CDU offenbar nicht so schwierig. Das Ergebnis, was rauskam, war so... Um es kurz zu erklären, ich habe die gesehen, das war erst eine Online-Umfrage. Genau. Da konnte man abstimmen und wir waren dann Verbrenner aus Ja oder Nein. So. Fürs Verbrenner aus waren dann bei dieser CDU-Umfrage irgendwann 83%. Irgendwas um die 80%. Und das hieß dann, sie wurde gehackt. Generalsekretär Lindemann in heller Aufregung, wurde gehackt. Dann hat die Bild-Zeitung dieselbe Umfrage nochmal gemacht, da waren es 74%. Das Handelsblatt hat eine gemacht, da waren es 81%. Die FAZ hat eine gemacht, da waren es 79%. Also wenn man jetzt unbedingt mit diesem Thema zurück zum Verbrenner, zurück zur Atomkraft, zurück zur Pferdekutsche, wenn man damit in den Wahlkampf ziehen will, viel Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, auch in konservativen Kreisen. Ich meine, BYD, dieser chinesische E-Auto-Hersteller, hat gerade 200 Containerschiffe in Bau. 200 Containerschiffe, die pro Stück 3.000 dieser Fahrzeuge nach Europa bringen können.
zu einem Preis, der ungefähr bei der Hälfte eines Wolfsburger, als vergleichbaren Wolfsburger Produkts liegt. Das heißt, da ist richtig was los auf dem Markt. Und dieses, oh, das ist aber alles so neuer Kram und das müssen wir jetzt alles nicht machen. Die Messe ist gelesen. Ja? Die Frage ist halt nur, wie kommen wir dahin zur Elektromobilität? Aber mit so einer Totalverweigerung in den Wahlkampf zu gehen, also das wäre das Beste, was der Ampel passieren könnte, wenn Friedrich Merz das macht. Wird er aber nicht. Abschlussfrage an jeden eine. Ulrike Herrmann, am meisten, also einfach ergänzen, am meisten begeistert mich an Friedrich Merz. Dass er sich selbst so wahnsinnig überschätzt. Und der Hajo Schumacher, am meisten begeistert mich an Olaf Scholz. Zum ersten Mal, dass auf einer Bühne in Deutschland Begeisterung und Olaf Scholz in einem Satz gesagt wird. Also Menschen, die in ihrer Freizeit joggen, können nicht ganz schlecht sein. Und zweitens mag ich dieses innige Verhältnis zu seiner Aktentasche. Also ich glaube, das sagt ganz viel über ihn aus und dieses bisschen Nerdige, das schätze ich. Ja. Noch, bevor wir am Ende sind, noch zwei, drei Hinweise. Es geht jetzt in den Feier-Abend, gleich von Ihnen aus gesehen links durch den Gang. Da gibt es leckeres Essen, leckere Getränke und vor allem hoffentlich schöne Gespräche. Morgen, damit es heute nicht zu lang geht, schon mal der Hinweis, startet der Kongress um 8.30 Uhr mit dem Power-Frühstück. Ex-Benedikt, belegte Bagels, Granola, Müsli und Obstsalat. Der Programmblock ist dann 4 Themen-Sessions ab 19.15 Uhr und um 13.25 Uhr wird auf dieser Bühne dann Dr. Robert Habeck sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke Ulrike Herrmann und Dr. Heil Schumacher. Vielen Dank, schönen Abend. Danke.